Stufe 20. Jetzt lohnt es sich, Truhen aufzumachen. Dummerweise habe ich das schon gemacht. Irgendwo war noch eine. Ich glaube, da bei der Grenze von Sigurd. Seid ihr in einem Posten als Leibwächter interessiert? Um wessen Leib geht es? Ein Händler aus Stahlberg. Ich kenne ihn, ein scheußlicher Kerl. Ich werde nicht in seine Dienste treten. Scheußlich? Ja, er lügt oft und hält sich nicht an seine Versprechen. Ich habe keinen Respekt für solche Leute. Ja, in Ordnung, ich schaue mich nach jemand anderem um. Ich brauche nur einen Leibwächter. Einer von euch wird doch hier willens sein, oder? Seid ihr an der Stelle eines Leibwächters interessiert? Ich kenne einen Händler, der Hilfe braucht. Nein, ich bin geboren, um zu kämpfen, nicht um eine fette Börse zu bewachen. Wie ihr wollt. Ist das egal, in welcher Reihenfolge ich das mache? Ich brauche einen Leibwächter. Ich habe gesehen, wie ihr Arnold in 0, nichts erledigt habt. Wozu bräuchtet ihr einen Leibwächter? Nicht für mich. Ich kenne einen Händler, der Hilfe braucht. Er lebt in Stahlberg, nicht weit von hier. Werdet ihr mir helfen? Ja, wenn ihr so fragt, in Ordnung. Wie finden wir ihn? Drittes Haus vom Tor. Betrachtet mich als bereits dort. Und was mit dir? Willst du vielleicht auch noch? Oder bist du auch einer von denen, die sagen, nö? Ich suche nach einem Leibwächter. Für euch selbst? Nein, für einen Händler aus Stahlberg. Wie viel? Ich weiß nicht genau, aber er ist nicht habgierig. Nein, das ist nicht genug. Ich brauche einen Vorschuss. 500 Goldstücke. Darunter will ich nicht noch mal mit ihm reden. Das ist eine Menge Geld. Ja, nicht wirklich. Glaub mir, ich verdiene es. Also schön. 500 also. Das klingt schon besser. Bin auch schon auf dem Weg nach Stahlberg. Gut, dann haben wir jetzt also zwei für ihn angeheuert. Nein, ich will keine Eroberer anheuern. Bären sind besser. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Tja. Aber damit dürfte die Quest eigentlich auch erledigt sein. Gut, dann muss ich also doch keine anheuern. Das ist doch nett. Wie viel Autorität habe ich übrig? 136. Da könnten noch ein paar Werwölfe drin sein, denke ich. 3, 4 Stück. Gibt es hier irgendwo eine Truhe für mehr Autorität oder so? Hier im Wäldchen. In den Klippen. Wäldchen an den Klippen, da ist eine Truhe. Ich weiß es. Ich weiß es nicht genau. Aber sie müsste hier sein. Ist sie aber nicht. Nun gut, dann nicht. Was für ein Gemetzel. So. Guten Tag, meine Damen und Herren. Da stehen schon zwei Leibwächter. Schön, Mann. Wie seid ihr mit euren neuen Leibwächtern zufrieden? Jetzt fühle ich mich viel sicherer. Ich danke euch vielmals. Lebt wohl. Was meint ihr mit lebt wohl? Ihr habt mir eine Gegenleistung versprochen. Eine Gegenleistung? Meine Dankbarkeit ist die beste Belohnung. Und jetzt verschwindet, bevor ich meinen Jungs befehle, euch aus der Stadt zu werfen. Habt ihr euch das gut überlegt? Eure Dummheit verdient nichts weiter als Mitleid. Ich werde mein Schwert nicht mit eurem schmutzigen Blut besudeln. Habt ihr euch das gut überlegt? Ich bin diese unsinnige Unterhaltung leid. Jungs, kümmert euch um ihn. Ich habe einiges über diesen Mann gehört. Ihr begeht einen Fehler, Meister. Was? Macht schnell! Das werde ich nicht. Ihr seid meine Dienste nicht wert. Keine Sorge, mein zweiter Leibwächter wird eure Knochen zu Staub zermahlen. Und da ist er, die erste Runde. Erreicht er mich jetzt schon? Nein, tut er nicht. Ja, das ist sein Pech. Denn, verletzen kann ich ihn gar nicht. Aber ein Feuerball ins Gesicht sollte ihn eines Besseren belehren. Tja, der arme Gladiator. Bitte tötet mich nicht! Ich warte. Aber ja, natürlich, dieses Geld soll euch für alle eure Unkosten aufkommen. Betrachtet dies als euren zweiten Geburtstag. Tja, was für ein undankbarer Kerl. Was ist denn, wenn ich einfach gehe? Kriege ich dann irgendwas? Ah, Intelligenz ist um 80 gestiegen. Schaut her, Leute, Martin hat sich geweigert zu bezahlen, wie er versprochen hat. Ach was, ich habe immer gewusst, dass er übel ist. Wir werden nichts mehr von ihm kaufen. Ach so. Tja. Dadurch bekommen wir auf jeden Fall Erfahrung. 1000 sogar.
Das hat sich mehr gelohnt, als den Kampf mit dem Gladiator zu machen. Außerdem leben die beiden noch. Sind ja in Ordnung. Es ist bloß der Händler, der ein Penner ist. Ein Händler aus Stahlberg hat mich inständig ersucht, ihm Leibwächter zu suchen. In der Nähe gibt es eine Gladiatorenschule. Ich habe einen der Gladiatoren überzeugt, der Leibwächter des Händlers zu werden. Ein Söldner willigte ein, für einen beträchtlichen Geldbetrag der Leibwächter des Händlers zu werden. Ich habe die Leibwächter gefunden, jetzt ist es Zeit zurückzukehren und die versprochene Belohnung abzuholen. Als ich zurückkam, um mir meine Belohnung abzuholen, weigerte sich der Händler zu bezahlen. Ich entschied mich dafür, ihn nicht zu töten. Dieser Narr verdient nur Mitleid. Die Einheimischen haben unser Gespräch gehört. Ich nehme an, dass sein Geschäft von diesem Tag an nicht mehr floriert. So kann's gehen. So, ein Skalpell für den. Oder muss ich erstmal... Ryan und du. Komm mit, ich brauche eure Hilfe, um die magische Barriere zu überwinden. Nein, ich kann hier nicht weg. Stahlberg wird noch belagert. Wovon? Wovon wird es noch belagert? Sind alle tot. Vielleicht muss ich erstmal mit dem Dorfältesten reden oder so. Seid gegrüßt. Ich habe mich entschlossen, euch zu helfen. Könnt ihr Wunder wirken? Nein, aber ich kann töten. Wir werden alle sterben. Kopfhörer, alter Mann, ich werde alle Soldaten brauchen, die wir haben. Ich werde Hugo anweisen, euch die Soldaten zu geben. Wer ist er? Hugo ist ein Fechtmeister, er ist bei den Baracken. Gut, wünsch mir Glück, alter Mann. Viel Glück, wir werden es alle brauchen. Ihr seid über und über mit Blut bedeckt. Beruhigt euch, es ist nicht mein Blut. Wir haben den Feind besiegt. Innerhalb einer Sekunde. Aber ich weiß nicht, ob es lange anhalten wird. Das ist unmöglich. Nur ein König könnte so etwas fertigbringen, nehme ich an. Ich bin ein König gewesen. König? Das hätte ich niemals vermutet. Wäre es nicht für eure Taten. Majestät. Vergesst den Titel, alter Mann. Ich muss gehen. Wartet, bitte nehmt dieses kleine Geschenk von mir an. Was ist es? Ein großer Magier gab einst diesen Ring meinem Urgroßvater. Er sagte voraus, dass unsere Stadt eines Tages in großer Gefahr sein würde und nur ein Mann wäre in der Lage, sie zu retten. Ich glaube, ihr seid dieser Mann. Das ist eine interessante Geschichte. Was hat der Magier noch gesagt? Dass dieser Mann ein großer König werden wird oder in Dunkelheit versinkt. Dieser Ring soll euch helfen, dem zweiten Schicksal zu entgehen. Nehmt ihn. Danke. Wir bekommen den Ring der Rüstung. Plus 24 Rüstung für nur für den Helden. Ah, das ist immerhin viel, aber trotzdem. Der Steinhautring des Zorns. Der Held wird nach Möglichkeit nicht in Nahkampf verwickelt werden. Seid ihr Hugo? Ja, warum? Ich brauche alle Soldaten, die ihr zur Verfügung stellen könnt. Ich kann euch nicht... Seid still und hört zu. Ich bin im Begriff, das Leben der Einwohner zu retten, eures eingeschlossen. Dafür brauche ich Soldaten, also öffnet diese verdammten Baracken. Was immer ihr sagt, Herr, jawohl. Und jetzt können wir hier Fußsoldaten anwerben. Stufe 6 sind das nur. 12 Autorität, Gesundheit 78, Rüstung auch nur 5. Also ich hätte gedacht, dass die mindestens irgendeine Rüstung haben. Schaden 41, Geschwindigkeit 9, Magieresistenz 12. Absolut schwach. Nein, danke, ich brauche sie nicht. Sonst noch was? Er hat keinen Tau. Die Blockade Stahlbergs. Die Stadt Stahlberg ist von Horden der Untoten umringt. Ich kann die Menschen dort nicht sterben lassen. Um sie zu retten, muss ich alle Untoten an den Stadtmauern töten. Nach zahllosen heftigen Kämpfen ist der Feind endlich besiegt. Ich habe die Außenbezirke von Stahlberg von der Untotenseuche befreit. Der Älteste wird vor Freude sterben. Aber er wird sterben. Als Zeichen seiner Dankbarkeit für die Rettung der Stadt Stahlberg überreichte mir der Älteste einen Ring. Zunächst dachte ich, dass es sich um einen gewöhnlichen Gegenstand handelte, aber als ich ihn über meinen Finger streifte, wusste ich, dass dies kein normales Stück gelblichen Metalls ist. Ach, gelbliches Metall war das. Ich fand heraus, dass er jede magische Energie, die auf mich gerichtet wird, unterdrückt. Offensichtlich wurde der Ring zum Schutz von Magiern hergestellt. Ich bin sicher, dass ich ihn gut gebrauchen kann. Problem ist nur, der erhöht nicht unsere Magieresistenz, er erhöht nur unsere Rüstung. Und das bringt ja nichts, wie wir gesehen haben. Helga ist übrigens tot. Ganz nebenbei. Ja, aber die war bloß noch, die war schwach und war bloß noch dafür da, dass ich immer da mich darum sorgen musste, ob sie jetzt überlebt oder doch stirbt. Also, ich denke, es ist besser so für alle. Letzten Endes. Wieder ein Fischerhütchen.
und Haufen Leichen. Und da hinten ist ein Tempel. Mal schauen, was der mir anbieten kann. Ich glaube, ich werde ihn einfach mal aktivieren. Jetzt bin ich auch stark genug. Wir meine Stufe 20. Und es ist wieder so ein Kelch mit einer Schlange drumherum. Gesundheit oder Autorität erhöhen? Autorität. Und um 40 erhöht. Sehr schön. Dadurch kann ich jetzt wieder ein paar Werwölfe mehr anheuern. Oder Bären. Wir heuern Bären an. Vielleicht auch Grizzlybären. Oh, ein Kampf hier. Okay. Gilbert wird direkt belagert. Von Ketzern, Boreas, 6 Gnollen und 5 Lepern. Oh, das sind ja diese ollen Giftzauberer. Aber ich habe die erste Runde und muss den Hang hinunter kämpfen, wobei das eigentlich andersrum sein sollte, aber... Ja, das Schlimmste sind die Boreas. Aber ich werde erstmal die Gnolle beseitigen. Die Leper. Damit sie nicht zaubern. So, Grizzlies, ihr könnt die Schläge einstecken, wenn sie anbeißen. Und wir töten diesen hier. Den Ketzer, Meister. So, und sie greifen tatsächlich die Bären an. Und es wird übel. 3 Bären sind gefallen. Autsch, autsch, autsch. Okay, Rache der Werwölfe. Werwölfe sind echt super. So, und jetzt nochmal den dreifachen Feuerball. Damit töte ich den Rest. Ciao. Bam, bam, bam. Sauber. Leider 3 Bären verloren. Aber einen Stufenaufstieg. Für mehr Gesundheit und mehr Zauberkraft. Magieresistenz auf 300. Sind hier noch mehr Gegner? Nee. Schön. Vielleicht kriegen wir neue Einheiten. Das ist noch ein Fass. Eine Bank zum Hinsetzen. Und was für Einheiten gibt es hier? Auch wieder Schützen, so wie es aussieht. Wer bist du denn? Wollt ihr die Magie erlernen, Lehrling? Ah, habt ihr schon etwas von Gideons Aphorismus gehört? Natürlich, das ist eine bekannte Legende. Manche Narren glauben, sie sei wahr. Glaubt ihr nicht daran? Ich bin zu alt, um an Märchen zu glauben. Okay, er hat kein Wort für uns. Gift, Feilregen, Rüstung, dreifacher Feuerball, vergiftete Waffe. Oh. Ringe, Amulette. Zeigt mir, was ihr habt. Seht euch diesen Ring an. Er ist nur für Krieger bestimmt. Für Krieger? Ja, der Schaden, den der Träger dieses Ringes anrichten kann, steigt um 74 Punkte. Wie viel kostet er? Unbezahlbar. Aber ihr bekommt ihn fast geschenkt. 1900 Goldstücke. Nö. So einen Ring für Schaden brauche ich nicht. Ich verlasse mich auf meine magischen Kräfte. Schmied. Hey, Schmied. Was gibt es? Ich brauche ein Skalpell. Ich habe gehört, ihr könnt ein solches Instrument fertigen. Das kann ich, aber das wird nicht billig. Wie viel? 100 Goldstücke würden gerade reichen. Seid ihr verrückt? Ihr Leute sterben dort und ihr sprecht von 100 Goldstücken. Und ich habe eine Familie zu ernähren. Kommt wieder, wenn ihr das Geld habt. Okay, 100 Goldstücke ist ja nun wirklich nichts. Hervorragend, kommt in einer Stunde wieder, dann wird es fertig sein. Ist das Instrument fertig? Ja, ist noch ganz heiß. Hier. Danke, bis später. Tja, und damit haben wir das Heilerwerkzeug bekommen. Das war eine ganze Stunde, die gerade vergangen ist. Interessante Zeitrechnung haben sie hier. Da ist das Skalpell. Ich hätte gerne eine neue Rüstung. Was gibt es? Ich brauche geschickte Kämpfer. Das tut mir leid, wir sind nicht geschickt. Aber unser Land schwebt in Gefahr. Kein Kämpfer kann das Schloss verlassen, auf Befehl von Fürst Gilbert.
Ja, Stahlberg ist gerettet. Und da ist Fürst Gilbert. Er steckt in einer dicken Rüstung und schwingt einen Zweihänder. Wer seid ihr? Wie seid ihr durch die feindliche Armee gelangt? Ich bin Alexander, König von Iraf, und eine Handvoll Untoter ist nichts, was mich aufhalten könnte. König von Iraf? Also seid ihr es gewesen. Wachen, fasst ihn! Halt, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Ich verlange eine Erklärung. Wartet. Heißt das, ihr wisst nicht, was hier vor sich geht? Nein, sagt es mir. Also gut. Vor einigen Wochen kam eine Gruppe Magier aus Iraf zu mir. Sie haben um die Erlaubnis gebeten, unweit des Schlosses Ausgrabungen vorzunehmen und dafür gut bezahlt. Ich habe die Erlaubnis erteilt und jetzt ernte ich die Früchte meiner Kurzsichtigkeit. Was ist geschehen? Die Magier haben das Portal geöffnet, durch das die Horden Untoter hereingeströmt sind. Als ich versucht habe, sie aufzuhalten, war es zu spät. Ich habe versucht, das Portal zu schließen und die Magier zu vernichten, aber die Chancen standen gegen mich. Meine Truppen haben heftige Verluste hinnehmen müssen. Es gibt nur noch eine Handvoll Krieger hier im Schloss. Aber warum glaubtet ihr, dass ich etwas damit zu tun habe? Ich sagte es bereits, die Magier kamen aus Iraf. Das Königssiegel war auf ihrer Bittschrift. Wolfgard, es kann nur er gewesen sein. Wer? Irafs Erzmagier und nun dessen unrechtmäßiger König. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, als er anfing, mit den schwarzen Künsten zu experimentieren, aber er beruhigte mich mit den Worten, um der schwarzen Magie entgegenwirken zu können, muss man ihr Wesen studieren. Ich war blind. Das macht jetzt nichts mehr. Wir werden bald alle untergehen. Gebt nicht zu früh auf. Ich werde euch und euren Leuten helfen. Und so wartet all das gleiche Ende, manche früher, andere später. Lebt wohl. Na, ich werde euch helfen. Ich glaube nicht, dass ihr das fertig bringt. Oh, Autorität um 44 gestiegen, sehr gut. Aber trotzdem, was verlangt ihr als Gegenleistung? Schwört mir eure Treue. Wie bitte? Ich will Ogantar unter meiner Herrschaft vereinen. Wenn ich euer Land von der untoten Pest befreie und die Portale schließe, werdet ihr mich dann als König akzeptieren? Wenn ihr etwas vollbringt, bei dem ich versagt habe, dann bedeutet das, dass ihr seid ein großer Krieger und verdient es, König zu sein. Wenn nicht, werdet ihr untergehen. Das ist nur gerecht. Hier ist mein Wort. Schließt die Portale und vernichtet die Magier und ich werde euch meine Treue schwören. Einverstanden. Tja. Was wollt ihr? Auch nichts. Ich will nichts. Blockade. Oh nein! Ein Holzblock. Im Weg. Nun gut. Tja, damit dürften die Kämpfe jetzt freigeschaltet sein, da in diesem Portal. Und wenn ich vorher nicht meine Werwölfe geholt hätte und das Portal dort aktiviert hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mehr dahin kommen jetzt. Also, war es eine schlaue Sache, da erst hinzugehen. Jetzt gibt es dort Kämpfe. Ich sehe schon die Flaggen da hinten. So, aber erstmal dem Heiler sein Werkzeug geben. Seid gegrüßt. Habt ihr dieses Messer gemeint? Ja, gute Arbeit. Danke, guter Mann. Jeder, den ich heilen werde, wird euren Namen kennen. Wie lautet er eigentlich? Alexander, König von Iraf. Ja, jeder Krieger, den ich rette, wird diesen Namen kennen. Danke. Gern geschehen. Leb wohl. 44 Autorität bekommen. Und 1050 Erfahrung. Auch wieder stufenabhängig, wa? Alles ist stufenabhängig hier. Okay, besorgen wir uns noch ein paar Werwölfe. Und Bären, vielleicht sogar Grizzlybären, denke ich gerade. Erstmal noch ein paar Werwölfe. Ich habe 300 Autorität. Es ist Zeit für Grizzlybären, würde ich sagen. Ja, Grizzlybären waren schon praktisch. Oder Bären generell. Aber vielleicht sind Grizzlybären noch besser. Oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar. Mal sehen, wie viele ich davon mitnehmen kann für 300 Autorität. Dann habe ich ja noch meine Werwölfe und ich hoffe mal, das reicht aus gegen diesen Magier. Wie teuer ist ein Werwolf?
Wie viel Autorität kostet der? Ah, ich könnte auch fast wieder 10 Stück davon mitnehmen dann, ne? Nicht 30, annähernd 30 Werwölfe. Das wäre auch nicht schlecht. Grizzlybären allerdings. Kann ich 4 mitnehmen. Ich nehme die erstmal mit. Geld habe ich ja genug. Zur Not tausche ich die Grizzlybären wieder gegen noch mehr Werwölfe aus. Ein Heiler in Stahlberg bat mich, ihm ein Skalpell zu bringen, das er braucht, um einen verwundeten Krieger zu heilen. Und nicht nur einen. Ein Schmied, der in Fürst Gilberts Schloss lebt, kann ein solches Präzisionswerkzeug herstellen. Ich habe den Schmied gefunden. Er willigte ein, mir für ein paar hundert Goldstücke zu helfen. Der Schmied fertigte das Messer sehr schnell. Ja, super schnell. Jetzt muss ich zum Heiler zurückkehren. Der alte Mann freute sich sehr, das Skalpell zu bekommen. Er versprach mir, jeden Soldaten, den er rettet, von mir zu erzählen. Wenn er das tatsächlich tut, wird mein Ansehen beträchtlich wachsen. Und zwar um 44 Punkte. Tja, und warum auch immer Bruder Bertram mich hier hintergangen hat. Er wollte ja wohl mal mir einen super Zauber beibringen, der mich wieder belebt. Aber vielleicht funktioniert das auch einfach so. So, jetzt aber an die Magier. Und ich glaube, das wird mit einer der heftigsten Kämpfe. Ich erinnere mich vage, dass es wirklich so war, dass das hier mit das Schwierigste wird, weil das alles Zauberer sind. Oh, Malefic, Renegat und Ketzer. Ja. Zum Glück bin ich schneller als die. Okay, ich werde das folgendermaßen machen. Ihr greift die dort an. Die anderen Wölfe die, Bären die und ich selber greife dann den da an. Das sollte dann passen. Oh, die Ketzer überleben. Sie haben auch 250 Gesundheit. Okay, wenn nur einer überlebt, dann sollten wir das ja wohl schaffen. Aber den da muss ich weg haben, den Malefaktor-Typen da. Ein Feuerball reicht aus. So, Zauberer zaubert. Macht sich selber nur eine Vergiftung oder sowas? Egal. Hauptsache ist weg. Hui. 6090 Erfahrungspunkte gab es dafür. Und nochmal so eine Truppe. Aber wenn das genauso aufgebaut ist, dann ist das ja Smooth Sailing jetzt eigentlich. Aber auch nur dank den Werwölfen. Grizzlybären enttäuschen mich ein bisschen. Die Werwölfe bin ich sehr stolz. Bären! Oh nein, wir sind doch Ketzer! Da seid ihr und ihr werdet weggeketzt. Und du auch. 435 Schaden, wow. Macht schon wieder hier den Zauber, was ist das? Vergiftete Waffe. Ja, mach doch. Mir ist es recht. Wieder eine Stufe aufgestiegen. Superb. Gesundheit, Zauberkraft, Magieresistenz. Noch mehr Gesundheit und noch mehr Zauberkraft. Und da stürzen. Oh! Hey, die stürzen ein. Sehr gut. Sie glühen noch von Feuer oder von innerer magischer Schwarzmagie. Und schon wieder so ein Kampf. Easy peasy. Die Kamera muss sich drehen. Werwölfe, Attacke! Ey, Zauberer! Renegaten, wir beschwören hier etwas. Ja, ja, ja. Ich weiß zwar nicht genau was. Ah, scheiße, Werwölfe sind hier. Ah! Wir sind die Ketzer der Finsternis. Wir haben wunderschöne Roben an. Und sind tot. Man darf sie nicht zum Zug kommen lassen. Wieder vergiftete Waffe, jo. Was sonst? Können die nichts anderes?
Ist egal. So, da stützt wieder was ein und noch einer stützt ein und war's das? Keiner mehr hier? War es das mit den Schwarzmagiern? Ich hätte das noch stundenlang weitermachen können. Kein Problem für mich. Ich bin König von Eiraf. Alexander der Penner ist unterwegs. Oh, das Ding haben wir schon geplündert. So, jetzt werden wir ein weiteres Königreich dazu gewinnen. Das von Gilbert. Dann kommen wir endlich zu den Amazonen, den mächtigsten Einheiten im Spiel. Da freue ich mich schon drauf. Ja, seitdem Helga nicht mehr dabei ist, läuft das hier, wa? Interessant. Was wollt ihr? Ich habe zu berichten, die Portale sind geschlossen. Das ist nicht möglich. Selbst ich habe das nicht fertiggebracht. Er spricht die Wahrheit, Herr. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich auch. Ich auch, Herr. Unglaublich. Nun, ich stehe immer zu meinem Wort. Ich, Gilbert, der König dieser Lande, schwöre euch meine Treue. Ich nehme euch als König von Uganta an. Und ich schwöre euch, mit meinem Leben zu dienen. Lasst die Götter Zeugen meines Eides sein. Das ist eine große Ehre für mich. Und übrigens, ich habe ein paar Elitesoldaten in meiner Armee. Wahre Meister der Klinge. Gebt mir Bescheid, falls ihr ihre Dienste benötigt. Ich werde es mir merken. Oh, wir haben ein paar Quests erledigt hier. Was wollt ihr? Schwertmeister anheuern. Stufe 19. Sind Verteidiger 576 Gesundheit, aber immer noch keine Rüstung. 303 Schaden. Und nur eine mittlere Geschwindigkeit. Ja, da finde ich Grizzly Bären dann doch besser. Sind auch nur zwei Stufen drunter. Es sind immer noch einige Untote unterwegs. Ja, ich weiß, aber ich kann euch nicht genügend Männer... Ich habe nicht genügend Männer, um mit ihnen fertig zu werden. Kann ich euch um einen Gefallen bitten? Bittet. General Harbords Regiment ist im Westen in Stellung. Ruft ihn, wir brauchen dringend seine Truppen. Warum schickt ihr nicht einfach einen Boten nach ihm? Das habe ich und nicht nur einen. Keiner ist zurückgekehrt. Ich bin sicher, es gibt einen Hinterhalt auf der Straße. Deshalb bitte ich euch darum. Ich weiß, kein Hinterhalt in der Welt könnte euch aufhalten. In Ordnung, ich werde euch helfen. Der General ist sehr misstrauisch. Nehmt diesen Brief, er wird ihm beweisen, dass ihr die Wahrheit sagt. Ah, das war der Typ, den wir da mal getroffen haben und der aber nicht mit uns reden wollte. In der Nähe von so einem Tempel. Seid gegrüßt, Herr. Ich brauche geschickte Kämpfer. Alles, was ihr wollt, Herr. Was könnt ihr mir über den Nahkampf erklären? Ich zweifle, dass ich euch etwas Neues darüber sagen kann. Aber nun gut, sobald ihr euren Truppen den Befehl gebt, werden sie den Feind angreifen. Jede eurer Truppen hat einen Wert Schaden. Mit jedem Stoß verringert sich die Gesundheit des Gegners und um den Wert dieses Schadens. Und was ist, wenn ein Gegner von mehreren Kriegern gleichzeitig angegriffen wird? Dann wird der Gesamtschaden zusammengerechnet. Das gleiche gilt, wenn der Gegner angreift. Eure Gesundheit wird um den Wert des gegnerischen Schadens verringert. Gibt es eine Möglichkeit, sich vor Angriffen zu schützen? Natürlich, die Rüstung. Die Rüstung verringert den Angriff des den Schaden des Angriffs. Leider haben nicht alle Krieger eine Rüstung. Nee, die wenigsten. Na gut, danke für die Lektion. Ja, danke, dass ich das jetzt erfahre, nachdem ich schon durch zig Kämpfe gegangen bin. Ja, und hier können wir dann hier Kampfausbilder anwerben, das erste Mal, aber die sind Stufe 10 und von den Werten her... Und sie haben auch keine Rüstung. Von den Werten her absolut nicht relevant für uns. Nicht mehr. So, Gilbert. Gilbert, der dritte Fürst Ugantas, war einst ein gewöhnlicher Fußsoldat. Seine Fähigkeiten im Schwertkampf halfen ihm dabei, den langen Weg vom Soldaten zum Fürsten zu gehen. Sein Schloss ist das größte in Uganta. Ihn dazu zu bringen, mir die Treue zu schwören, wird nicht leicht sein. Als ich mich fürs Gilbert-Schloss näherte, traute ich meinen Augen nicht. Monster, Untote und tote Körper überall. Sieht aus, als hätte der Fürst zurzeit einige Probleme. Vielleicht kann ich ihm helfen. Ich habe Sir Gilbert dabei geholfen, sein Land von den Untoten zu befreien. Im Gegenzug erkannte er mich als König an. Nett. Was gibt's sonst noch Neues? Gladiatorenkampf, Grizzlybär, Leibwächter, Handwerkszeug, die Blockade. Portalschließung. Die Dunkelmagier haben mehrere Portale unweit von Fürst Gilberts Schloss geöffnet, durch die Horden von Untoten in das Land strömten. Um den Feind aufzuhalten, müssen die Portale geschlossen werden. Es gibt nur einen Weg, das zu schaffen. Alle feindlichen Zauberer vernichten, die Portale mit Energie versorgen.
Ich habe einige der Dunkelmagier getötet, aber noch nicht alle. Netter kleiner Zwischenbericht. Ich habe meine eigenen Kräfte überschätzt und bin dem Tod in der Schlacht nur knapp entronnen. Wie? Das war bisher das Leichteste von allen. Die Untoten ergossen sich in einem schier unendlichen Strom aus den Portalen. Erst als ich mich auf die Magier konzentriert und einige von ihnen getötet hatte, wurde die Situation etwas entschärft. Sobald ich den letzten Zauberer getötet hatte, schlossen sich die magischen Portale. Ich bin gespannt, ob Gilbert sein Versprechen hält. Erbärmliche Zauberer, was können Sie schon gegen den König von Eirath ausrichten und meine Werwölfe? Ja, genau. Nicht viel. Eigentlich überhaupt nichts. Nur ihre Waffen konnten sie vergiften. Als ich Fürst Gilbert von meinem Erfolg berichtete, traute er seinen eigenen Ohren nicht. Erst als seine eigenen Leute meine Geschichte bestätigten, also seine eigenen Leute, glaubte er mir und schwor mir seine Treue. Ja, jetzt sind es auch meine Leute. Außerdem erhielt ich ein Geschenk von ihm, eine hervorragende Lederrüstung. Ja, ich trage ja anscheinend nur eine Stoffrüstung hier. Stimmt, wir haben auch eine neue Rüstung bekommen. Die Leutnant-Uniform. Erhöht unsere Autorität um 15, Gesundheit auch um wesentlich mehr. Rüstung ist auch besser. Schaden, den wir machen, okay, auch. Und Magieresistenz. Und wir sehen jetzt so aus. Jawohl, endlich. Das sieht doch voll noch goffiger aus hier. Schick. Endlich mal eine neue Rüstung. Die des Leutnants. Tja, jetzt müssen wir uns noch den Typen finden, der quasi hier da sich im Wald versteckt hat. Und es soll einen Hinterhalt geben. Ich habe 95 Autorität noch übrig. Könnte ich mir einen weiteren Grizzlybären wahrscheinlich leisten. Ja, definitiv. Zwei Gruppen von Werwölfen, volle Gruppen. Das macht schon echt was her. Vor allen Dingen gegen Renegaten. Das war mit der heftigste Kampf da. Wenn man noch nicht so viele Werwölfe hat. Boop, boop. Kuck, kuck. Holen wir die Verstärkung. Das ist wie Eomer. Der mit seinen Reitern von Fürst Theoden getrennt durch die Riddermark reitet. Und erst am Ende von Helmsklamms Belagerung kommen sie wieder alle zusammen. So muttert. So muttert. Und da ist der Baum von Edward. Gibt es hier noch was? Sieht nicht so aus. Egal. Wo ist der Hinterhalt? Eine Klinge lechzt nach Hinterhalt. Hehe, hier kommt ein weiterer Bote. Sieht so aus, als gäbe es heute ein Abendessen. Verschluckt euch nicht daran. Okay, was sind das? Goblins? Oh, ein paar mehr. Okay, interessant. Was muss ich als erstes beseitigen? Wir haben hier Gnolle, Fernkämpfer, Kadaver, kein Problem, Bogel, okay. Wiedergänger und... Ja, den Gnoll erreichen wir nicht. Da würde ich sagen, hauen wir die weg. Ein Gnoll macht wenig Schaden. Macht erstmal die Wiedergänger fertig. So, was macht er jetzt? Ah, er hat auf irgendwen geschossen. Aber nicht wirklich Schaden gemacht. Bären vorwärts. Grizzlybären! Ho! Oh. Sie haben ein bisschen Schaden verursacht. Feuerball. Für den Gnoll da. So, Kadaver hauen zu. Ich weiß nicht, wen sie jetzt hauen wollen. Ich glaube, diese Werwölfe hier. Wann sind die langsam? Tja, machen kaum Schaden, ja. Das sind halt Kadaver. Schwache Einheit ist das. So, alle weggeboxt. Und den verbliebenen noch. Oh, da oben steht auch noch. Stehen da noch? Ah, gar nichts mehr.
Tja, das war der große Hinterhalt hier. Gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr. Na kommt. Lasst mich nicht so lange warten. Ich bin ja gleich schon da. Ein Wegweiser. Da geht's zur Kirche. Kein Hinterhalt mehr, das war der einzige. Enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Ich dachte, jetzt kommt eine ganze Reihe von Hinterhalten. Ein Hinterhalt jagt den nächsten, aber nö, nur einer. So, General Hottentott. Mit Adler hier. Seid ihr General Harbord? Wer will das wissen? Ich habe eine wichtige Botschaft. Sprecht, ich bin Harbord. Gilber lässt euch nach euch rufen. Er befiehlt euch, das Regiment unverzüglich zum Schloss zu bringen. Haltet ihr mich für einen Idioten? Erwartet ihr, dass ich meine Truppen von ihren Positionen abziehe? Nur weil so ein Passant es mir sagt? Wenn ihr es mir nicht glauben wollt, dann lasst es bleiben. Aber ihr werdet wohl einem Schreiben glauben, das eigenhändig von Fürst Gilbert unterzeichnet ist. Lasst mich sehen. Brief übergeben. Was ist sein Siegel und seine Handschrift? Thomas! Mein General? Ruf zur Versammlung, wir rücken unverzüglich ab. Jawohl. Verdammt, warum hat er mich nicht eher gerufen? Er hat es versucht, alle Boten wurden aus dem Hinterhalt überfallen. Und ihr? Ich auch, aber ich hatte mehr Glück. Herr, es gibt Kampfspuren nicht weit vom Lager. Ein Haufen toter Körper, hauptsächlich Zombies. Jemand hat es ihnen ganz schön gezeigt. Eure Arbeit? Also gut, Zeit für mich aufzubrechen. Ich würde gern mit euch reden, denn ich sehe, ihr seid kein gewöhnlicher Soldat. Aber ich muss mich beeilen. Lebt wohl. Viel Glück. Und so denn marschieren sie alle woanders hin. Oh, das Ding haben wir auch schon angeguckt. Gibt es hier eine Truhe? Irgendwas, was sie hinterlassen haben? Sieht nicht so aus. Tja. Das ist General Harbord. Der sich mal aus dieser komischen Nische hier, was auch immer er da gemacht hat, ausbewegt hat. Vielleicht hat er hier die Untoten im Schach gehalten oder so, keine Ahnung. Ansonsten macht es nicht viel Sinn, dass er so weit entfernt rumrennt. Von dem, wo er eigentlich gebraucht wird. In Starburg. 95 Autorität. Einen Grizzlybären könnte ich mir auch noch leisten, ne? Die leisten ja gute Arbeit. Gute Arbeit, ihr Bären. Als Leute, die die Schläge einstecken. Ich halte immer die rechte Maustaste gedrückt. Das hat sich so etabliert bei mir. Ständig die Kamera ein bisschen drehen. Ich mag, wie flüssig das Spiel ist. Da ruckelt eigentlich nichts. Na gut, es ist auch schon ein bisschen älter. Nicht ganz das neueste Spiel. Hallo, hallo, kommt in meine Höhle. 5 Bären. Ja, wegen einem Grizzly lohnt es sich schon dahin zu laufen. Und dann hat sich die ganze Quest ja auch gelohnt, mit irgendwie überhaupt freizuschalten. Aber menschliche Kämpfer sind irgendwie nicht so stark. Werwölfe sind mit das Beste. Schnell und stark und kostet nicht so viel. So, wieder zu Gilbert. Und da sind sie schon alle. Da haben sie sich jetzt versammelt. Laufen wir wild hin und her. Ah, da ist er. Oh, können wir jetzt Truppen von ihm anheuern? Hallo Alexander. Seid gegrüßt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich vorgestellt habe. Fürst Gilbert hat das für euch erledigt. Ich weiß, was ihr für uns getan habt. Und ich weiß, wer ihr seid. Kennt ihr das Leitwort unserer Familie? Dient dem Würdigen. Meine Vorfahren waren weise Leute. Gestattet mir, euer Vasall zu werden. Und was mit Fürst Gilbert? Er lässt mich gehen. Was sagt ihr?
Ich wäre geehrt, aber danke, ihr werdet hier gebraucht. Wenn das euer Wille ist, sagt mir Bescheid, wenn ihr eure Meinung ändert. So. Was passiert denn, wenn wir ihn mitnehmen? Ja, ich werde euch gut dienen. General Harbord ist ein Charakter, der sich uns anschließt. 190 Autorität braucht er. Wow. Hat aber 789 Gesundheit, 195 Rüstung und ist schnell. Er macht 746 Schaden. Wow. Hau natürlich meine Autorität jetzt hier voll runter. Aber er könnte sich als sehr nützlich erweisen. Wenigstens nützlicher als Helga. Andererseits brauche ich ihn auch nicht. Ich meine, ich könnte ihn mitnehmen, aber wozu? Ich verlasse mich auf Bären und Werwölfe. Vielen Dank für das Angebot, Mr. Harbord, aber da es sonst keinen Boni gibt, abgesehen, dass man ihn mitnehmen kann, selbst wenn man nicht genug Autorität hätte, weiß nicht. Bleiben Sie mal lieber hier. Der Aufbau muss voranschreiten. So, Gilly. Was wollt ihr? Gilbert, wie stehen die Dinge? Sind die Truppen des Generals zu Hilfe gekommen? Ha, nett ausgedrückt. Sein Regiment hat eine ganze Legion Untoter gefunden und ausgerottet. Einschließlich der Marodeure. Übrigens, Harbord hat einige Trophäen mitgebracht. Einige davon stehen euch zu. Seid ihr sicher? Absolut. Und wagt es nicht, sie abzulehnen. Haha, das werde ich nicht. Ich kann etwas Gold gut gebrauchen. Und Autorität ist gestiegen. 550 Gold, wow. Das ist die Belohnung. Und Erfahrung für eine neue Stufe. Tja. Gesundheit, Zauberkraft, Resistenz und nochmal Gesundheit. Ich denke, damit haben wir es erstmal wieder. Wir sind jetzt fit für den nächsten Abschnitt. Und jetzt können wir auch mit dem Magier dann durch die magische Barriere gehen zum Land der Amazonen, zu Amaz. Vielleicht werde ich dann schon meine Werwölfe und Bären schon sowieso loswerden müssen, weil Amazonen sind super. Nicht so wie Helga. Vielleicht hätte die noch was zu sagen gehabt, wenn sie noch leben würde, aber vielleicht sollte man diese Quest mit Helga sowieso erst ganz am Ende erfüllen, weil dann wird sie eine höhere Stufe haben und ist vielleicht dann noch ein bisschen praktischer oder... Ich weiß es auch nicht, ist auch egal. So, oh, und diese Quest ist in kleinerer Schrift geschrieben als die anderen alle. Die sind alle in Großdruckbuchstaben. Großdruckbuchstaben. Aber diese nicht. General Harbord. Gilbert hat nicht genug Truppen, um sein Land endgültig von den Eindringlingen zu befreien. Er bat mich, das Regiment von General Harbord zu Hilfe zu rufen. Die Truppen des Generals sind westlich der Gladiatorenschule stationiert. Kein Bote, den Gilbert ihm schickte, kam je zurück. Auf dem Weg dorthin muss es einen Hinterhalt geben. Kein Wunder, dass die Boten verschwanden. Wie mein Vorgänger auch, lief ich in eine Falle. Aber ich erwies mich als zu harte Nuss für die Monster. Sobald Harbord den Brief von Fürst Gilbert gelesen hatte, befahl er, seinen Truppen loszuziehen. Nach weniger als einer Stunde verließ das Regiment des Generals das Lager. Ich sollte Gilbert einen Besuch abstatten und herausfinden, ob die Truppen des Generals ihm bei der Lösung des Problems behilflich sein konnten. Fürst Gilbert zufolge erfüllte der General seine Pflicht mit Bravour. Er spürte die untoten Monster und Marodeure auf, wo auch immer die waren, und vernichtete viele von ihnen. Als Zeichen seiner Dankbarkeit schenkte mir Gilbert einen Teil der Beute, die der General erlangte. Tja, war nicht so viel. Aber ja. Ja, und jetzt heißt es, Hallo Marriott, ich habe die Blockade der Stadt beseitigt. Das ist unmöglich. Geht und seht selbst. Wenn ihr noch einen einzigen Feind lebend in der Nähe der Stadtmauern findet, schneide ich mir eigenhändig einen Finger ab. Huhu. Da schleicht sich einer ran. Oh nein, ich muss mit Finger abhaken. Das braucht ihr nicht, ich glaube euch. Wann seid ihr bereit? Jederzeit. Dann lasst uns gehen. Ich kenne eine Abkürzung. Folgt mir. Und da sind wir. Feindliche Truppen? Nö. Verbündete? Wir sind wieder bei den Wasserfällen von Conrad Schloss. Da. So, da sind wir also. Es wird nicht lange dauern. Was werden wir tun? Werdet ihr tun? Und wie funktioniert diese Sperre? Ihr würdet es nicht verstehen. Haltet mich nicht für einen Dummkopf. Ich bin ein Supermagier. Na egal. Eine Sperre mit solcher Macht kann nicht ohne Energie von außen aufrechterhalten werden. Sie wird wahrscheinlich von der Energie des Stadtportals gespeist. Und wenn dem so ist, dann kann jeder Mann, der vom Portal erkannt wird, hindurchgehen. Ich werde euch in das Stadtzentrum teleportieren.
Die Magie der Sperre ist stark, aber sie entlädt sich nicht auf einmal. Sobald ihr das Portal erreicht, wird es euch wiedererkennen und die Sperre hat keine Macht über euch. Ich verstehe nicht. Macht nichts. Bereit? Macht euch bereit. Bin ich. 1, 2, 3. Wie seid ihr durch die Sperre gelangt? Ein alter Magierfreund hat mir geholfen. Und wozu braucht ihr sie? Und wer hat die Sperre geschaffen? Die Sperre wurde von Magier Raphael geschaffen, um die Stadt zu beschützen. Vor wem? Feinden, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Erst kürzlich sind Dutzende von Schiffen mit Hunderten von Kriegern aus Anarov an unseren Küsten gelandet. Wäre Raphael nicht gewesen, wäre unsere Stadt ausgelöscht und geplündert worden. Was ist Anarov? Ein Land hoch im Norden. Es ist bevölkert von Orkstämmen, Trollen und derlei. Gibt es Menschen dort? Ja, aber nur wenige. Und wenn es um Grausamkeit geht, sie sind nicht viel besser als ihre unmenschlichen Freunde. Aber eine solche Sperre kann nicht in kurzer Zeit errichtet werden. Heißt das, ihr habt von der Invasion gewusst? Das stimmt. Nur einige Tage vor der Invasion kam eine Kriegerin namens Eneia in die Stadt. Sie hat uns vor der Invasion gewarnt. Ihr hättet sie sehen sollen, wie sie eigenhändig die vom Norden vorstoßenden Wachen erledigt hat. Eigenhändig, was? Ich könnte solche Kämpfer gebrauchen. Wo ist sie jetzt? Alle, die eine Waffe schwingen können, also auch sie, versammeln sich nun in Velmor. Warum? Sie folgen dem Ruf von Diana, der Königin der Amazonen. Die Barriere rund um die Stadt wird nicht lange halten. Ehe sie fällt, muss Fürstin Diana genug Truppen versammeln, um die Eindringlinge aus dem Norden zurückzuschlagen. Euer Schwert wird davon Nutzen sein. Was ist mit diesem Magier? Wie hieß er noch gleich? Raphael, ist er auch dort? Das weiß ich nicht. Doch beeilt euch lieber. Wir haben nur noch wenig Zeit. Wie komme ich zum Schloss? Verlasst die Stadt durch die Westtore, dann folgt dem Pfad zur Linken und schon seid ihr dort. Ha, nett. Kann ich Teleporter verwenden? Ich würde gerne das Portal benutzen. Leider ist das gerade nicht möglich. Die gesamte Energie aus dem Portal wird gerade verwendet, um die Barriere aufrechtzuerhalten. Dam, da, dam, dam. Also sitzen wir hier fest. Händler. Mein Laden ist geschlossen. Warum? Die Waren aus dem Norden greifen bald an. Ich glaube nicht, dass die Herrin Diana in der Lage sein wird, uns zu beschützen. Also habe ich vor, so bald wie möglich von ihr fortzugehen. Herrin Diana? Ja, unsere Herrin. Ihr könnt ihr Schloss von hier aus sehen. Warum zweifelt ihr an eurer Herrin? Wisst ihr, wie viele Feinde an der Küste gelandet sind? Ich habe gehört, es sind Hunderte. Nein, nein, ich gehe, sobald ich kann. Der Laden ist geschlossen. Okay. Wer sind Sie denn, Madame? Leichtbekleidung. Ja? Ich habe eine Menge über die Kampfkraft der Amazon gehört. Ist das alles wahr? Das müsst ihr selbst beurteilen. Unsere Speere verfehlen nie ihr Ziel. Und wir werfen sie weit, weiter als einige der Bogenschützen schießen können. Außerdem sind wir Amazon sehr flink. Ich habe immer gedacht, die Schlagkraft ist wichtiger als Schnelligkeit. Natürlich ist die Schlagkraft sehr wichtig, aber ihr solltet niemals Schnelligkeit unterschätzen. Warum? Je schneller ein Kämpfer ist, desto eher kann er angreifen und desto weiter kann er in einer Bewegung kommen. Und der Ausgang einer Schlacht hängt sehr oft davon ab, wer den ersten Streich ausführt. Ja, das weiß ich inzwischen. Sonst noch was? Schnelligkeit ist sehr wichtig für Bogenschützen, denn sie gestattet ihnen, den Gegner anzugreifen, bevor dieser sie erreicht. Im Nahkampf ist Schnelligkeit nicht minder wichtig. Sie ermöglicht es, die Schützen oder Magier schneller zu erreichen und die Ersten im Angriff zu sein. Ich werde es mir merken. Danke für die Lektion. Ja? Barake betreten. Ah, da haben wir Amazonen. Die sehen aus wie Helga. Allerdings sind sie Stufe 16 und machen Fernschaden 195 und sind sehr schnell, genauso wie Werwölfe. Autorität 69. Ist ein bisschen mehr. Aber sie sind super. Schon jetzt ist eine einzelne Amazone sehr viel besser und nützlicher als Helga sie wieder werden könnte, weil sie nicht aufgestiegen ist im Level. Schöne weiße Häuser haben sie übrigens hier und weißer Turm. Das ist alles schön. Schmied, hast du noch was für mich? Seid gegrüßt, Schmied. Euch hallo. Ich brauche ein starkes Tau. Warum? Nicht weit von hier ist eine kaputte Brücke. Ich will sie reparieren. Aber ich habe kein Tau. Schaut euch woanders um. Wie viel wird es kosten? Für einen guten Zweck bekommt ihr es umsonst. Da nehmt es. Danke, Schmied. Achso, jetzt kriegst du es doch. Okay. Ich dachte, es wäre dasselbe Dialog, aber es macht auch Sinn, dass wir jetzt quasi den Weg hier reparieren können zwischen, ja, beim Brückeneinsturz. Aber wir sind ja hier oben und dann könnten wir hier das reparieren und können dann jetzt hier in dieses Gebiet hinein. Seid ihr auf der Suche nach neuem Wissen?
Ja. Habt ihr schon mal von Gideons Aphorismus gehört? Und woher wisst ihr davon? Ich verstehe, das habt ihr. Was ich weiß, ist, dass einige Magier die Worte daraus kennen. Warum seht ihr mich so an? Ich kenne keins der Worte. Unbeirrt. Ich kann euch für diese Information sehr großzügig bezahlen. Ich kann euch auch schwer bestrafen, wenn ihr lügt. Also gut, ich kenne tatsächlich eins der Worte. Was wollt ihr dafür? Ich studiere die Natur von Transformation und Beschwörung. Bringt mir einen Werwolf, dann gebe ich euch das Wort. Einverstanden. Ein Werwolf? Gut, dass ich die dabei habe. Seid ihr auf der Suche nach neuem Wissen? Ich habe euch einen Werwolf gebracht. Gut, eine Vereinbarung ist immer eine Vereinbarung. Das Wort, das ich weiß, wird innen ausgesprochen. Ist das alles? Na, was habt ihr erwartet? Das ist doch ein Wort, oder? Ich habe erwartet, dass es, ich weiß nicht, länger ist. Na, ich kenne keine anderen Worte. Also gut, danke für zumindest das. Ein Werwolf hat uns jetzt verlassen. Was könnt ihr mich lehren? Pfeilregen? Rüstung, dreifacher Feuerball, vergiftete Waffe, Schwert des Ares. Das klingt doch gut. Soldaten, die unter diesem Zauber stehen, richten mehr Feuerschaden an. Nehme ich einfach mal sehen. Vielleicht bringt's ja was. Der Heiler will diesmal nicht mit uns reden. Da ist eine Hexe, wa? Das ist eine Hexe. Ich habe sie verwechselt. Hier ist der Wirt. Kommt herein und ruht euch von der Reise aus. Nicht jetzt. Ja, und das ist schon alles. Das ist Amas. Immerhin haben sie zwei Ausgänge aus ihrer Siedlung. Die magische Barriere. Ich habe erst kürzlich versucht, nach Amas zu gelangen, aber die Stadt war von einer seltsamen magischen Sperre von nicht gekannter Stärke umgeben. Als ich versucht habe, sie zu durchbrechen, wurde ich weit zurückgeschleudert. Wie sich herausstellte, war ich nicht der Einzige, der die Barriere nicht überwinden konnte. Es waren schon einige Leute dort versammelt. Vielleicht weiß jemand von ihnen etwas Hilfreiches. So hätte ich mit ihnen reden sollen. Naja. Ich habe herausgefunden, dass es in Stahlberg einen Magier gibt, der weiß, wie man durch die Barriere gelangt. Sein Name ist Marriott. Ich finde ihn beim magischen Turm auf der linken Seite des Stadttors. Marriott weigerte sich, mit mir zu helfen. Stahlberg wird belagert und er kann die Einwohner an einem solch furchtbaren Tag nicht verlassen. Allerdings versprach er mir, der Magier mir zu helfen, wenn ich alle Feinde, die die Stadt umringen, töte. Eine wirklich verdammt schwierige Aufgabe. Ich sollte mit dem Ältesten sprechen. Ich habe getan, was ich versprochen hatte. Ich habe alle Feinde vernichtet. Auch Marriott hielt Wort. Er wird mich durch die Barriere bringen. So seltsam es scheint, aber alles verlief reibungslos und ganz nach Plan. Ich bin in Amas und die Barriere hat keinen Einfluss mehr auf mich. Schick. So, wohin wenden wir uns? Nach Norden. Könnte man tun. Oh, eine Truhe? Nö. Ach, Truhen sind Mangelware geworden, habe ich den Eindruck. Kann ich jetzt einfach so hier durchlaufen? Zu diesem Lager dahin? Tatsächlich. Ist keine Bedrohung mehr. Und das wird wohl das große Heerlager sein. Wikingern und allem. Da werde ich dann wahrscheinlich auch Diana finden. Oder ich werde helfen, die Invasion zurückzuschlagen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ascension to the Throne. Jawohl, bis dahin.